Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sagt Ihnen der Name Max Havelaar etwas? Die Max Havelaar Stiftung will durch den Einkauf von Produkten aus der Dritten Welt zu einem garantierten Preis den betroffenen Bauern ein existenzsicherndes Einkommen ermöglichen. Außerdem soll das Verständnis zwischen den Dritten Weltproduzenten und den Konsumenten in den industrialisierten Ländern verbessert werden. Wir von GOP haben uns mit dem Problem auseinandergesetzt und wir finden das eine wichtige Sache. Wir haben uns darum selbstverständlich entschlossen, den Max Havelaar Kaffee unter der Bezeichnung Solidarität ins Sortiment aufzunehmen. Damit leisten wir einen Beitrag an die gerechte Entlöhnung der Kaffeebauern in der Dritten Welt. Den Kaffee finden Sie ab sofort in unserem Regal. Aus den erwähnten Gründen ist der Preis allerdings etwas höher. Der GOP-Kaffee Solidarität ist eine Mischung aus feinsten Arabica-Sorten. Nicht stark und nicht zu mild, röstfrisch abpackt und aromadicht versiegelt, wie es sich für einen guten GOP-Kaffee gehört. Und er entfaltet sein volles Aroma nicht nur im Filter, das kommt auch in der Espressomaschine voll zur Geltung. Wir vom GOP haben uns von Anfang an für die Einführung des Drittweltkaffee Solidarität eingesetzt. Wir sind überzeugt, dass dieser Kaffee, der übrigens in Holland schon vor 3 Jahren erfolgreich lanciert worden ist, auch bei uns erfolgreich sein wird. Gehen Sie doch bei Ihrem nächsten Einkauf im Coop mal am Kaffeegestell vorbei. Nach dem Kaffee darf ich Ihnen auch heute wieder eine Neuheit vorstellen, das mal aus unserer Bäckerei. Die erste Neuheit ist der Schoko-Bierencake, eine Kreation von unseren Patissier. Das feine Schokobiskuit ist im Williams-Bierensaft getränkt und hat eine Füllung aus Schokicreme und Bierenschlee. Bis vor kurzem habe ich noch nicht gewusst, was Extensomehl ist. Oder hätten Sie das gewusst? Der Herr Eigenmann aus unserer Mühle erklärt Ihnen jetzt, was damit gemeint ist. Als extensiven Anbau wird naturnäher Anbau bezeichnet. Die Bauern verpflichten sich auf Wachstumsregler, auf Fungizid und Insektizid vollständig zu verzichten. Dünger wird nur minimal eingesetzt. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass Weizen umweltverträglicher angebaut wird und dass die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten bleibt. Wir von der GOP-Mühle Zürich haben schon im letzten Jahr einen Anbauvertrag mit einem landwirtschaftlichen Genossenschaftsverband abgeschlossen und kommen so den Anliegen von umweltbewussten Konsumentinnen und Konsumenten entgegen. Das neue Brot aus naturnäher angebautem Weizen ist jetzt, wie gesagt, überall bei Coop erhältlich. Ob es ein voller Erfolg wird, wie Coop hofft, können Sie selber mitentscheiden. Bei uns können Sie bei jedem Einkauf viel Geld sparen, wenn Sie unsere Aktionsangebote beachten. Was es zum Beispiel von morgen an wieder in unseren Verkaufsstellen an attraktiven Aktionsangeboten gibt, das zeige ich Ihnen im nächsten Beitrag. Ein 500 Gramm schwerer Butterzopf kostet bei Coop nur 2,90 Franken. Und ein Kilo Banane nur 2 Franken. 3 Dosen Roseton mit dem Delfinsiegel vom WWF gibt es zum Preis von 2 Dosen für nur 2,40 Franken. Außerdem offeriert Ihnen Coop das stabile und topaktuelle Kindervelo für unglaubliche 99 Franken. Wäre doch gerade etwas für ein Osternest. Ein Osternest ohne gefärbte Eier wäre allerdings undenkbar. Und darum gibt es bei Coop auch dieses Jahr wieder eine grosse Auswahl von Eierfarben und Naturhölzer zum Verzieren der Ostereier. Und mit den praktischen Stäbli zum Malen und Tupfen oder mit den dekorativen Abziehbildern gelingen sogar den kleinsten Künstler grosse Meisterwerke, wo man dann so dekorativ ins Osternestli legen kann. Die ganz schnellen Hasen lassen die Ostereier allerdings bei Coop im Schnellzugstempo färben. Und so verpackt und assortiert sind sie jetzt, ebenfalls zum Aktionspreis von nur 2,90 erhältlich. Ich bin am Schluss vom heutigen Konsumentenmagazin. Besten Dank fürs Interesse und auf Wiedersehen.